Die spanische Regierung hat erklärt, Covid-19 als Grippe anzusehen. Als normales Auftreten des Virus, das zu Atemwegserkrankungen führt. In Südafrika wurde das normale Leben wieder eingeläutet. Selbst die Nachverfolgung infizierter und das Testen sind entfallen. Ja, sogar in Israel ist man mittlerweile dabei, Einschränkungen zu beenden und zu einem normalen Leben überzugehen. Ungeachtet der dort explosierenden Fallzahlen. Und was kommt von der EU-Kommission vor 4 Tagen? Sie, Zitat, hat heute vorgeschlagen, das digitale Covid-Zertifikat der EU um ein Jahr bis zum 30. Juni 2023 zu verlängern.